Bayreuth trifft Kammersänger Roman Trekel. Sie stammen aus einer Sängerfamilie. Welcher Anlass brachte Sie zum Singen? Das ist immer so die Frage, die ich mir so ganz kompliziert beantworten muss. Entweder lasse ich mir was einfallen, wenn ich sage, was nicht stimmt, oder ich erzähle die Wahrheit. Was soll ich jetzt machen? Beides. Im Grunde war ich ja gut in der Schublade Orchestermusiker gelandet und ich habe ja schon immer Instrumente gespielt. Also ich habe erstmal relativ erfolglos das Spiel der Violine versucht, ein Jahr lang, und dann habe ich Blasinstrument Richtung Oboe. Also ich bin eigentlich Oboist. Und ich war auch ganz, ganz froh damit und hatte auch meinen Studienplatz und so weiter. Und dann kam ich durch irgendeinen blöden Zufall auf die Idee, dass ich vielleicht singen könnte. Also meine damalige Freundin brachte mich eigentlich auf die Idee. Und vielleicht hört die das nicht so gern, dass sie da immer so verbraten wird in meinen Biografien, aber ich sage das dann immer mal wieder. Und jetzt sage ich es eben auch. Also ich kam nicht durch einen Zufall und nicht, also ich kam doch durch einen Zufall und nicht durch meine Eltern auf. Meine Eltern wollten mich eigentlich davon abhalten, davor bewahren, Sänger zu werden. Mhm. Und diese Freundin damals, die fragte eben, vielleicht kannst du auch singen. Also die war Gesangsstudent. Und du hast doch sicher eine Stimme und deine Eltern und so weiter und so fort. Und irgendwann hat es mich genervt und dann habe ich es eben versucht und dann dachte ich, naja, warum nicht? Und da waren Sie wie alt? Da war ich 16, 17. Und dann habe ich mich doch kurzfristig dazu entschlossen, meine Studienrichtung zu ändern, mein Studienfach. Da musste ein Fachrichtungswechsel beantragt werden und da musste ich vorsingen. Und dann habe ich vorgesungen und ich war völlig neben mir bei diesem Vorsingen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte plötzlich gar kein Instrument mehr in der Hand. Das war ganz schrecklich. Also nicht vorsingen. Mhm. Instrument in der Hand ist immer besser als ohne. Und dann wusste ich gar nicht, wo ich hingucken sollte. Zum Glück war mein Großvater da und spielte Klavier. Der hat mich begleitet bei meiner Aufnahmeprüfung. Das war ganz toll, weil die den alle kannten, diese ganzen Sängerprofessoren. Mein Großvater war Dirigent und Pianist in diesem Dresdner Umfeld. Und die waren dann so ganz beeindruckt, dass dann der Musikdirektor Herbert Burkhardt plötzlich da am Klavier saß und sein Enkel zur Aufnahmeprüfung begleitet. Das war ganz schön. Ich glaube, deswegen haben sie mich genommen am Ende. Ihre Mutter ist Mezzosopranistin, Ihr Vater Bassist. Wen bewunderten Sie als Kind mehr? Als Kind bewunderte ich meine singenden Eltern eigentlich gar nicht, komischerweise. Sie mögen mir das verzeihen. Ich glaube, weil meine Eltern diese Singerei immer als ganz normale Berufstätigkeit betrachtet haben und auch uns Kindern so vermittelt haben. Da wurde einfach, der Tag war ganz normal, da wurde gekocht, da wurde die Wohnung so normal in Schuss gehalten und dann wurde abends eben zur Vorstellung gegangen und auch ganz normal. Ich bewunderte als Kind meinen Großvater. Aber auch nicht, weil der ein ganz besonders toller Pianist oder Dirigent oder sonst was wäre, sondern weil er ein ganz toller Opa einfach war. Das war so mein Vorbild, das Vorbild meiner Kindheit. Ich glaube, ich bewunderte meine Eltern nicht, ich liebte die einfach. So wie das normal Kinder einfach tun. Ich glaube, später habe ich dann meinen Vater ein bisschen mehr bewundert wegen seiner Singerei, weil der zu Hause immer sang. Meine Mutter sang nie zu Hause irgendeinen Ton. Und der Vater sang immer so, ging durch die Wohnung und sang mit voller Bassstimme. Mhm. Fand ich dann auch mal toll. Mhm. Sie studierten dann ja schon als 17-Jähriger bei Kammersänger Professor Heinz Reh. Erzählen Sie uns von den ersten Studienjahren. Ich war kein übermäßig begabter Studienanfänger als Sänger.
ich war halt sehr musikalisch, weil ich eine gute musikalische Bildung hatte durch meine Orchestermusikerzeit. Ich war halt Musikschule und Klavier und Oboe und deswegen war ich meinen Gesangskommilitonen war ich da um einiges voraus, weil die das alles größtenteils nicht hatten. Das war überhaupt eine erschreckende Erkenntnis, dass Gesangsstudenten eine deutlich musikalisch niedriger angesetzte, auch die Erwartungshaltung an Gesangsstudenten ist auf der musikalischen Strecke sehr viel niedriger. Was mich erschreckt hat, was mich heute immer noch erschreckt. Und ich war so, ich bin so mitgesprungen. Ich habe mich da so durchgewurschtelt, ich habe meinen Unterricht gemacht und gesungen und habe versucht, da irgendwie die Stimme irgendwie, dass es da ist. Keine Ahnung, das war nicht besonders toll am Anfang. In den ersten 2 Jahren bin ich so mitgeschwommen. Dann habe ich eine Prüfung gemacht, da war ich auch nicht besonders gut. Habe ich auch keine besondere Bewertung bekommen. Das hat sich dann nach und nach so ein bisschen verbessert. Ich bin ja sowieso so ein langsamer Starter gewesen. Ich habe ja nicht so einen Durchbruch quasi gehabt. Da habe ich immer von geträumt. Es gab immer so Leute, wo man gesagt hat, ja, jetzt bei diesem Wettbewerb, das war sein Durchbruch und jetzt macht er das und das und das. Und dann habe ich Jahre später den gleichen Wettbewerb gewonnen zum Beispiel. Und da dachte ich, jetzt Durchbruch, ich auch. Und dann hatte ich diesen ersten Preis bei diesem Meme-Wettbewerb in London und dachte ich, jetzt fliege ich so durch die Decke. Das ist aber nicht passiert. Keine Ahnung. Immer so Schritt für Schritt. Und so war es auch im Studium. Die ersten Jahre ganz so vor mich hingeschnuffelt. Und dann kamen immer mehr so Leute, die sagten, Mensch, so schön. Schöne Stimme, schönes Timbre. Ja, habe ich einfach immer weitergemacht. Gab es ganz andere Berufswünsche in eine ganz andere Richtung? Nee, im Grunde nicht. Für mich war das, ich glaube, man hat mir das auch so eingeredet, als ich kleiner war. Mein Großvater wollte immer gerne, dass ich Dirigent werde. Aber ansonsten, schon als ich in die Schule kam, wusste ich, ich werde Musiker. So als Entgegen. War eigentlich ganz okay, weil ich nicht so viel darüber nachdenken musste. Ich hatte damit gar nicht so eine Herzens... Ja, ich werde... Und so, dass ich da jetzt irgendwie so ein Ideal oder so... Ich wusste einfach nur, ja, das ist so, ich werde Orchestermusiker. Ich war ja damals auch schon an der Musikschule und spielte so meine Sachen, meine Instrumente. Und da dachte ich, ja, das ist richtig, das mache ich dann. Mitte der 80er Jahre gingen Sie an die Berliner Staatsoper, erst Mitglied des Opernstudios, ab 88 Mitglied des Ensembles. Ist Ihre Laufbahn ohne Hindernisse? Ja, muss man sagen. Das ging wirklich. Das ging so wie als wäre es so. Also hätte man das alles so für mich so hingelegt. Ich habe da gar nicht viel für. Da war ich mich wahnsinnig für angestrengt in dem Moment. Das war auch damals noch eine ganz andere. Ja, das klingt jetzt so blöd, ne? Aber es war schon eine ganz andere Zeit, auch konkurrenzmäßig. Das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Ich möchte jetzt nicht nochmal Studienabgänger, Hochschule für Musik, Fachgesang sein und mich irgendwie durchschlagen müssen und mit irgendwelchen Projekten über Wasser halten. Die Situation damals im Osten, in der DDR, war einfach anders. Ich kam dann durch Zufall, nicht durch Zufall, im Grunde wurde das so ein bisschen von meinem Lehrer damals, von Professor Reh, auch in die Wege geleitet. Ich sang dann dem Chefregisseur in der Oper vor und der fand mich irgendwie ganz, ganz okay und so intensiv und energiereich und das hat ihm gefallen.
Und dann habe ich den Platz im Studio bekommen. Und da habe ich mich halt irgendwie versucht, vernünftig zu benehmen und ordentlich anzustellen und irgendwie einen intelligenten Eindruck zu machen. Und meine Singerei, das hat irgendwie funktioniert. Das war nicht großartig damals, aber ich habe das, irgendwie lief's und ich blieb dann da. Und das war eigentlich so eine ganz, so richtig so eine geschmeidige Geschichte eigentlich. Studium. Ich hatte damals ja auch noch diese glorreiche Idee, eine Studienverlängerung zu beantragen, was man damals so machte, automatisch. Und dann bin ich ja um diesen Wehrdienst auch noch rumgekommen. Also das war alles fast schon bedenklich glatt. Und dann war ich im Ensemble der Staatsoper. Dann war im Grunde damals klar, ja, hier könnte ja gar nichts mehr passieren. Da wussten wir nicht, dass dann noch die Wende und dann alles nochmal anders werden würde. Und dann hatte ich ja auch wirklich Glück mit Daniel Barnwald, der mich da auch mochte gleich auf Anhieb. Und sofort in ein ganz großes Stück rein besetzte. Das lief eigentlich wirklich, da hatte ich richtig Schwein. Gibt es für Sie rückblickend Projekte, die Sie als Ihre bisher schönsten erinnern? Ja, es gibt viele, viele gute Projekte, schöne Projekte. Besonders schön war Pelléas und Mélisande mit Ruth Berghaus. Besonders schön war auch die Cousine mit Doris. Viel später. Es gab immer mal so ein paar Projekte, die mich ein bisschen so unterfordert haben, wo ich ein bisschen mitgemacht und nicht mit ganzer Seele vielleicht so ganz dabei war. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Man kann immer froh sein, wenn man nicht nur irgendwelche langweiligen Projekte hat, sondern dass mal so alle paar Jahre mal was richtig Tolles kommt. Ich hatte auch mal eine ganz tolle Zauberflöte in London. Ganz tolle Produktion. Und natürlich dieser ganze Block Bayreuth ist natürlich für mich irgendwie auch eine ganz zentrale, das war so ein Meilenstein, wo ich einfach irgendwie sehr glücklich war, dass ich da 11 Jahre sang in diesem Haus. Sie singen hin und wieder mit Ihrem Vater. Wer kommt auf wen zu? Wir werden manchmal durch Zufall in Halle für die gleichen Sachen benutzt. Eigentlich mache ich da immer mal so Konzerte. Vor allem mit dem Orchester, also in dieser Händelhalle in verschiedenen Konstellationen. Wir hatten ein paar Begegnungen mit so konzertanten Opern. Vor allem Siegfried Wagner kam da so ein bisschen. Das gab mal so eine Zeit, wo das sehr intensiviert wurde von verschiedenen Leuten und so weiter. Und ich rutschte da mit rein und habe einige CDs auch veröffentlicht. Und dann gab es da so ein paar konzertante Projekte. Und jetzt machen wir die schöne Marione von Johannes Brahms, Ludwig Tieck, im Juni im Hallenser Opernhaus zusammen. Mein Vater spricht diese ganzen Texte und ich versuche dann einfach dann den schönen Brahms dazu zu singen. Und ein Pianist von dort vom Opernhaus wird mich begleiten. Und das war eine Idee von meinem Vater. Er hat gesagt, lass uns doch mal die Magellone machen. Bin ich sehr gespannt. Freut mich. Wird sicher lustig. Sie sind Professor an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Was gefällt Ihnen am Unterrichten? Unterrichten ist eine irgendwie eine tolle Sache, wenn man gute Leute hat. Wenn man schlechte Leute hat, dumme Schüler, hatte ich zum Glück auch nicht, es ist schrecklich, es ist furchtbar, es ist unerträglich. Aber wenn man gute, sagen wir auch irgendwie Leute, die so ein bisschen, ja, die einfach ein bisschen was haben, die sind entweder besonders begabt oder auch einigermaßen begabt und ein bisschen humorvoll sind und einfach die mitmachen, die mitgehen, die das verstehen, was man will, dann ist das ganz schön.
wirklich sehr, kann das sehr beglückend sein, lustigerweise. Und ich verstehe auch so diese Problematik an den Hochschulen, dass die Gesangslehrer sich unheimlich mit ihren Schülern identifizieren und sich in denen so weiter verwirklichen, verstehe ich zum gewissen, in einem gewissen Maße sehr gut. Weil diese Identifikation mit dem Schüler passiert sehr leicht, sehr schnell und man kann sich dagegen, wenn man selber jetzt nicht sein eigenes Betätigungsfeld sehr stark eben noch im Mittelpunkt hat, kann man sich dagegen kaum wehren. Ich glaube, es ist auch stärker bei der Singerei als Instrumentalpädagogik. Komischerweise, also vor allem gibt es natürlich diese typische Konstellation der Lehrerin, der Professorin, die dann sich halt in dieser Mutterrolle wiederfindet, plötzlich, ohne dass er das irgendwie vorhatte. Und dann nimmt das natürlich irgendwann auch ganz gruselige Züge an, dass dann dieses ganze Intrigantentum, was an den Hochschulen ja grauenvoll um sich greift und was auch schon immer so war, glaube ich, und auch nicht anders werden wird, weil die meisten der wirklich hauptamtlich lehrenden Professoren nur noch das machen, sagen wir mal, oder zu mindestens zu 80%. Und damit beginnt für mein Gefühl das Desaster, weil dann ist einfach nur noch das. Und dann wird weggebissen nach allen Richtungen, nach allen Seiten, und das ist in einer Weise unerträglich, dass man den ganzen Teil des Hochschullebens im Grunde eigentlich ausblenden möchte. Und man fragt sich, was macht man da überhaupt? Man ist doch jetzt im Grunde erstmal da, um diese Leute zu unterrichten, dass die jetzt mal irgendwie ein bisschen so eine Unterstützung bekommen und nicht dafür, dass man jetzt die Kollegen irgendwie schlecht macht oder über deren Studenten herzieht und sich lustig macht über die Studenten der anderen und so weiter. Das sind alles Sachen, die sind für mich, finde ich, unerträglich. Sie sagten, dass Sie viel Zeit hatten beim Studieren, um sich zu entwickeln. Die jetzt kurz bei Ihnen sind, was geben Sie denen auf den Weg? Die kurz bei mir sind, das heißt so 5-6 Jahre Studium. Das ist kurz. Ja, das ist natürlich so kurz. Ich weiß nicht, ich versuche denen einfach alles zu geben, was denen fehlt. Gesangsmäßig. Ich gucke einfach, ich versuche rauszufinden, wo die Ansatzpunkte sind. Was können sie, was können sie nicht. Und dann versuche ich genau das zu füllen, was leer ist. Und das, was schon gefüllt ist, brauche ich nicht weiter füllen. Kann ich manchmal auch gar nicht. Manchmal gibt es Leute, die können Sachen, die ich gar nicht kann. Die haben besondere Fähigkeiten, manchmal gibt es auch so Leute, die haben so eine Inspiration, die man selber, wo man denkt, Mensch, das ist richtig toll. Und dann muss man aber genau gucken, dass man die Sachen noch ein bisschen so mitfüttert und die Löcher füllt, die da sind. Das ist eigentlich das Schwierigste, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, den Leuten wirklich zu helfen, denen geholfen werden kann. Es gibt auch natürlich auch die Studenten, also die Sänger, jungen Sänger, die trotz Hochschulstudium was werden. Das sind meistens dann die besonders lange halten. Im Grunde ist es ja so, man wird was oder man wird nichts. Und ob nun die Hochschule da jetzt großartig mithilft oder nicht, das ist eigentlich nur so ein Stück. Ne? Das sind so ein paar Jahre. Entweder hält einer das auf, es nimmt die Zeit weg oder es kürzt die Zeit ab. Wer wirklich was kann und ein Potenzial hat, der wird auch was werden. Egal, bei wem er Unterricht hat, glaube ich. Gerade im Gesangsfach ist das so. Und wieder gibt es da einen Instinkt und einen wirklichen, so einen richtig guten Kern von Talent, oder es gibt den nicht. Natürlich gibt es die untalentierten Leute mit tollen Stimmen, die kann man auch zu was machen. Man kann auch die Leute mit ganz kleinen Stimmen und viel Intelligenz zu was machen.
Aber die richtig Begabten werden sich, glaube ich, immer durchsetzen. Mhm. Welche Projekte stehen in diesem Jahr an? Jetzt gehe ich nach Baden-Baden im April, mache dort Donizetti, Liebestrank. Worauf ich mich freue, weil ich Baden-Baden liebe oder herrlich leben kann. Und das Theater ist toll und schön. Schöne Hotels. Ja, wunderbar. Ja. Gute Kollegen, nette Kollegen, nettes Stück. Danach habe ich so ein paar Konzertsachen, da muss ich kurz nach Jerusalem, dann muss ich nach Wien, dann habe ich eine lyrische Symphonie noch, da sind so ein paar schöne Konzerte und dann habe ich eine kleine Sommerpause von 2-3 Wochen, dann mache ich noch einen Kurs und dann mache ich eine Produktion in einem Stadttheater in Deutschland, in Münden mache ich den Tristan, in Corvinal. Das hat sich ergeben, weil ein guter Freund von mir dort Regie macht und ein Dirigent dort dirigiert, den ich sehr schätze. Sonst hätte es mich wahrscheinlich nicht dorthin gebracht. Aber nicht so schlecht. Und dann, weiß ich nicht. Ja, erstmal so. Ja. Also Ihr Lebensmittelpunkt ist in Berlin? Ja. Ja, was wünschen Sie sich von der Zukunft? Ich weiß nicht, ich wünsche mir immer nichts von der Zukunft. Ich wünsche mir irgendwie, dass die Kultur nicht den Bach runtergeht, dass die Leute, die was zu sagen haben, sich nicht einfallen lassen, dass man da die ganzen Förderungen und dass man irgendwie die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die kulturelle Bildung der Menschen lenken muss. Das wünsche ich mir eigentlich. Aber es klingt immer so ein bisschen so. Naja, so allgemein, aber ist es gar nicht. Ne? Es ist eigentlich unser Beruf, aber okay, wir leben davon, wir kriegen dadurch Geld, aber wenn wir das jetzt nicht mehr machen können, dann tritt so eine grausame Verarmung ein, ne? So eine allgemeine, da greift so eine. Da wird die Dummheit um uns herum immer größer, glaube ich. Diese unheimliche Verdummung wird größer, wenn wir nicht mehr das machen, was wir machen, glaube ich. Und wenn wir nicht irgendwie die Möglichkeit haben, so wenigstens pro Woche 2 oder 3 Seelen zu erwärmen. 2, 3 Herzen ein bisschen so warm zu machen. Das wissen die meisten gar nicht, was dann fehlt. Und das ist irgendwie so eine erschreckende Entwicklung. Wenn man hört, da wird wieder gekürzt und in Belgien werden die, oder in Holland werden die Subventionen runtergefahren bis auf so ein nicht mehr lebensfähiges Minimum, dann denke ich, das ist alles falsch. Damit wird das abgegraben, was irgendwie noch so eine Gesellschaft irgendwie ausmacht und da noch ein bisschen Geist drin lässt.